Erasmus ist 25 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Seit 20 Jahren ist auch Österreich beim Erasmus-Programm mit dabei. Aus diesem Anlass gab es ein großes Straßenfest bei uns vor dem Haus mit guter Musik, schönem Wetter und sehr vielen Studierenden, die bei dem Straßenfest mit dabei waren. Ich glaube, es war ein schönes Jubiläumsfest für ein sehr erfolgreiches Programm. Erasmus ist ein Programm, das in 33 Ländern in Europa abgewickelt wird. Das ist ein Programm, das die Europäische Union finanziert. Erasmus hat im Wesentlichen den Sinn, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Universitäten, Fachhochschulen, pädagogischen Hochschulen in Europa zu fördern, zu stärken. Es ist natürlich vor allem dafür bekannt, dass Studierende mit diesem Programm ins Ausland gehen können, ein Semester oder zwei, entweder auf einen Studienaufenthalt oder auch auf ein Praktikum. Das ist etwas weniger bekannt. Es gibt also auch die Möglichkeit, mit Erasmus ein Praktikum im Ausland zu machen, bei einem ausländischen Unternehmen zu arbeiten. Im Moment sind etwa 4000 Hochschulen am Erasmus-Programm mit dabei. Die Auswahl ist also sehr groß. Der ÖAD wickelt dieses Programm ab. Wir sind beauftragt, das Programm sozusagen für die Europäische Kommission durchzuführen. Der ÖAD bezahlt auch die Zuschüsse, die Stipendien an Studierende, die im Rahmen des Erasmus-Programms ins Ausland gehen. Wir selber verdienen dabei nichts. Im Gegenteil, es ist so, dass die Europäische Kommission uns ein bisschen Mittel gibt, um dieses Programm zu verwalten. Das sind aber so wenig Mittel, dass die österreichischen Ministerien noch zusätzlich beispringen, um uns da sozusagen noch zu unterstützen. Das Wissenschaftsministerium gibt einen Teil dazu, finanziert auch einen Teil der Stipendien mit. Und auch das Unterrichtsministerium gibt für die pädagogischen Hochschulen hier noch etwas dazu, um das Programm in Österreich wirklich gut im Laufen zu halten. Österreich ist in dem Programm sehr erfolgreich. Wir haben ungefähr, also mehr als 5000 Studierende, die jedes Jahr damit hinausgehen. Was gibt es an Voraussetzungen für das Programm, um sozusagen bei Erasmus mitmachen zu können? Wenn man mit Erasmus ins Ausland gehen will, muss man zumindest zwei Semester erfolgreich an einer Hochschule studiert haben in Österreich. Man kann im Prinzip in jedem Studienzyklus hinausgehen, man kann im Bachelor hinausgehen oder im Master hinausgehen oder auch während des Doktorats hinausgehen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Studienaufenthalt und ein Praktikum zum Beispiel zu machen. Also die wichtigste Voraussetzung ist, dass man sich bewirbt an der Heimatuniversität, dass man sich rechtzeitig bewirbt vor allem, weil die Vergabe der Plätze, also die Destination, wo man hinkommt, letztendlich davon abhängig ist, wie viele Plätze es gibt pro Land, pro Gasthochschule. Das ist eine kleine Hürde beim Erasmus-Programm. Der Austausch funktioniert auf Basis von Abkommen zwischen den europäischen Hochschulen. Das heißt, man kann im Prinzip nicht unbedingt dorthin gehen, wo man will, sondern es muss zumindest ein Abkommen damit mit dieser Uni geben. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Lissabon oder nach Helsinki oder nach Budapest möchte, muss es zwischen der Heimatuni und der dortigen Universität ein Abkommen geben. Meistens ist es dann auch so, dass man mehrere Plätze angeben muss. Darüber entscheidet dann die Hochschule, an der man studiert. Und es kann sein, dass man dann nicht dorthin kommt, wo man gerne als erste Wahl hin wollte, sondern vielleicht dorthin, wo man als zweite Wahl studieren wollte. Oft ist es dann aber auch so, dass gerade bei so einem Studium dann der Erfolg oder das positive Feedback von den Studierenden umso größer ist, weil nicht immer ist die erste Wahl auch die, die vielleicht am interessantesten ist. Die meisten Studierenden wollen gerne in die großen Länder, also nach Spanien. Spanien ist zum Beispiel die Top-Destination bei Studienaufenthalten, bei Praktika. Gehen die meisten nach Deutschland. Das hängt natürlich damit zusammen, dass es in Deutschland einfach sehr viele attraktive Unternehmen gibt, wo man Praktika machen kann, die dann auch für das Studium wirklich was bringen. Die Idee bei Erasmus, und auch das funktioniert in Österreich eigentlich recht gut, ist ja, dass man den Aufenthalt nachher, wenn man zurückkommt, auch anerkannt bekommt. Dass man also beim Studium eigentlich keine Zeit verliert. Was ist zu beachten, wenn ich mit Erasmus ins Ausland gehen möchte? Also zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, dass es sehr lange Vorlauffristen gibt. Dass es wirklich
besonders wesentlich ist, sich rechtzeitig zu überlegen, ob man ins Ausland gehen möchte und wenn man ins Ausland gehen möchte, was das Ziel von diesem Aufenthalt sein soll. Also, was möchte ich im Ausland studieren? Wo möchte ich das studieren? Damit auch zusammenhängend, warum möchte ich das an dieser oder jener Destination studieren? Und welche Fristen gibt es dafür und welche Voraussetzungen habe ich dafür zu erfüllen? Es klingt natürlich sehr interessant, nach Spanien zu gehen, nach Barcelona zu gehen. Dort ist es warm, dort ist es nett, dort gibt es gute Partys. Aber es ist zum Beispiel so, dass es auch ausgezeichnete Hochschulen in anderen Regionen Europas gibt, auch in Ländern, die man vielleicht noch gar nicht so sehr kennt, in Nordeuropa, teilweise auch in Osteuropa, wo es nebenbei auch gute Partys gibt und wo man nebenbei auch eine Menge erleben kann. Wichtig ist auch zu überlegen, was brauche ich für Sprachkenntnisse. Es ist zwar so, dass man sich vorher informiert darüber, was eine Hochschule anbietet, was ich auf einer Uni in einem anderen Land machen kann, aber es ist nicht immer so, dass alles in Englisch angeboten wird. Gerade in Spanien zum Beispiel wird sehr viel in Spanisch, in Barcelona oder im katalanischsprachigen Teil dann überhaupt in Katalanisch angeboten. Also das sind solche Hürden, auf die dann manche Studierende erst stoßen, wenn sie dort sind. Und dann ist es eigentlich zu spät. Dann kommt man unter Umständen enttäuscht zurück. Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass es hier auch an jeder Uni die sogenannten International Offices geben, die einem wirklich viel helfen, auch bei der Bewerbung, bei der Findung von Zielen, beim Beantragen und so weiter. Wenn man es dann geschafft hat und ankommt, dann sollte man sich auch vorher überlegt haben, wie schaut das jetzt für mich konkret aus? Es ist natürlich eine große Erfahrung für viele, das erste Mal dann wirklich ganz auf sich allein gestellt zu sein. Hat man schon eine Wohnung? Ist man versichert? Wie funktioniert das mit dem öffentlichen Verkehr? Wie bekomme ich mein Geld aufs Konto überwiesen? Alle diese Dinge, die stellen sich natürlich als Fragen und die muss man in irgendeiner Form auch lösen. Auch das ist zu schaffen, auch an den Gastunis gibt es dann meistens sehr engagierte Leute, die einen unterstützen in den International Offices, wo man Hilfe bekommt. Und die Erfahrung und das, was man daraus lernt aus so einem Semester oder zwei an einer ausländischen Uni, die sind dann schon sehr großartig, weil man da einfach viel auch lernt, sich selber zu verstehen und selbst Verantwortung zu übernehmen, selbst Dinge zu organisieren, mit anderen Kulturen, mit anderen Sprachen zurechtzukommen und sich dort einzufinden. Und das ist nebenbei gesagt auch etwas, was so einen Erasmus-Aufenthalt prägt. Natürlich möchte man etwas lernen für sein Studium, man möchte etwas weiterbringen im Studium, aber man nimmt sehr viel an sonstigen Erfahrungen mit. Man gewinnt Sprachkenntnisse, man gewinnt Sicherheit im Umgang mit anderen Kulturen und das ist etwas, was einem im Lebenslauf und im weiteren beruflichen Fortkommen immer nur hilfreich sein kann. An der Universität Wien gibt es ein internationales Büro, das euch bei Interesse an einem Auslandsaufenthalt sehr gerne unterstützt. Wenn ihr ins Ausland wollt, geht dorthin, geht ins International Office, erkundigt euch nach den Möglichkeiten. Die Universität Wien hat sehr viele Partnerhochschulen in ganz Europa, aber auch weltweit und freut sich über jeden, der von der Uni ins Ausland gehen möchte. Nutzt die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Es ist eine wunderbare Erfahrung. Es bringt neue Möglichkeiten, es bringt neue Freundschaften und Netzwerke und wird euch sicherlich in eurem weiteren Fortkommen im Studium, aber auch im Leben bereichern.